Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder einen kleinen Text von Anot Ehret für euch. Ihr findet diesen Text im Buch Gesunde Menschen Band 2 auf Seite 119. In diesem Text geht es um das, was Lebenskraft wirklich ist und was Anot Ehret unter Krankheit beschreibt, was die Ursache von Krankheit ist. Wie schon erwähnt, findet ihr diesen Text im Buch Gesunde Menschen Band 2 und dieses Buch enthält das wertvolle Werk von Anot Ehret, die schleimfreie Heilkost. Ganz am Anfang des Buches findet ihr diesen Text, den ich euch in diesem Video vorlese. Die schleimfreie Heilkost gibt es auch als kostenlose PDF-Datei. Neben den Büchern werde ich euch auch einen Link unter diesem Video lassen. Dort findet ihr verschiedene kostenlose Schriften von Anot Ehret, unter anderem die schleimfreie Heilkost und auch noch einige Fastenbriefe. Diesen Text hat Anot Ehret vor über 100 Jahren verfasst und ich bin immer wieder fasziniert, wie genial er formuliert und wie zeitlos seine Gedanken, seine Schlussfolgerungen sind. Jede Krankheit, egal unter welchem Namen sie der medizinischen Wissenschaft bekannt ist, ist Verstopfung. Eine Verstopfung des gesamten Röhrensystems des menschlichen Körpers. Jedes spezielle Symptom ist daher lediglich eine außergewöhnliche lokale Verstopfung durch besonders viel angesammelten Schleim an dieser besonderen Stelle. Besondere Sammelpunkte sind die Zunge, der Magen und insbesondere der gesamte Verdauungstrakt. Letzterer ist die wirkliche und tiefere Ursache der Darmverstopfung. Die durchschnittliche Person hat bis zu 10 Pfund unausgeschiedener Abfallstoffe ständig in den Gedärmen, was den Blutkreislauf und den gesamten Körper vergiftet. Das sollte man sich mal überlegen. Jede kranke Person hat einen mehr oder weniger mit Schleim verstopften Körper, wobei dieser Schleim von unverdauten und unausgeschiedenen, unnatürlichen Nahrungsresten herstammt, die sich von Kindheit an angesammelt haben. Mehr darüber kann man in meinem Buch »Das rationale Fasten und die Regenerationsdiät« erfahren. Eine kleine Anmerkung von mir. Das Buch »Das rationale Fasten« findet ihr auch im Buch »Gesunde Menschen Band 2«. Meine Schleimtheorie und mein schleimfreies Heilsystem sind ohne Herausforderung. Es handelt sich um die erfolgreichste Ausgleichsaktion, um die beste Kur gegen jede Art von Krankheit. Durch ihre systematische Anwendung konnten Tausende von als unheilbar erklärten Patienten gerettet werden. Die schleimfreie Diät besteht aus allen Arten von rohen und gekochten Früchten, stärkelosem Gemüse sowie gekochtem und rohem, hauptsächlich grünem Blattgemüse. Das Heilsystem der schleimfreien Diät ist eine Kombination von langen und kurzen, individuell abgestimmten Fastenperioden mit sich schrittweise ändernden Menüs von nicht schleimbildender Nahrung. Diese Diät allein kann jeden Fall von Krankheit ohne Fasten heilen, obwohl solch eine Kur dann länger dauern würde. Das System selbst wird in späteren Lektionen erklärt werden. Meine Anmerkung: Diese Lektionen findet ihr dann im Buch oder im Werk die schleimfreie Heilkost. Jedoch, um zu lernen, wie man das System anwendet, um zu verstehen, wie und warum es funktioniert, ist es notwendig, unseren Geist von medizinischen Fehlern zu befreien, die teilweise von der Naturheilkunde übernommen worden sind. Anders gesagt, ich muss Ihnen eine neue Physiologie lehren, frei von medizinischen Fehlern, eine neue Methode der Diagnose, eine Korrektur der fundamentalen Fehler über Metabolismus, eiweißreiche Nahrung, Blutkreislauf, Blutzusammensetzung
Und zuletzt, aber nicht weniger wichtig, müssen sie lernen, was Lebenskraft wirklich ist. Für die medizinische Wissenschaft ist der menschliche Körper immer noch ein Mysterium, besonders im Krankheitsfalle. Jede neue Krankheit, die von Ärzten entdeckt wird, ist ein neues Mysterium für sie. Man kann mit Worten gar nicht ausdrücken, wie weit sie von der Wahrheit entfernt sind. Die Naturheilkunde benutzt ständig das Wort Lebenskraft. Doch weder die Medizinwissenschaftler noch die Naturheilkundler können sagen, was Lebenskraft eigentlich ist. Es ist nun nicht nur notwendig, all diese Fehler aus ihrem Gehirn zu verbannen, sondern ihnen die Wahrheit in einem solchen neuen und einfachen Licht zu zeigen, dass sie diese sofort begreifen werden. Dieser große Vorteil der Einfachheit und Klarheit ist einer der grundlegenden Gründe für meinen Erfolg. Obendrein entsprechen meine Lehren der Wahrheit. Übrigens, wenn es einen einfachen Grund gibt, den man nicht begreifen kann, dann muss es sich um Humbug handeln, so wissenschaftlich er auch klingen mag. Das Fasten ist seit Hunderten von Jahren als ein Ausgleich gegen jede Krankheit bekannt, als das einzige und unfehlbare Gesetz der Natur. Und das Gleiche gilt für die schleimfreie Diät, wie sie schon in der Genesis erwähnt wird, Früchte und Kräuter, also grüne Blätter. Aber warum ist sie nicht zu allgemeiner Anwendung gelangt und zum daraus folgenden universellen Erfolg? Weil sie nie systematisch in Übereinstimmung mit dem Zustand des Patienten angewendet worden ist. Der Durchschnittsmensch hat nicht die geringste Ahnung, was der notwendige Ausscheidungsprozess ist, welche Zeit erforderlich ist, wie und wie oft seine Diät gewechselt werden muss, was es bedeutet, den Körper von den schrecklichen Mengen an Abfall zu reinigen, die er in seinem Körper während seines Lebens angesammelt hat. Die Krankheit ist die Bemühung des Körpers, den Abfall, den Schleim und die Gifte zu eliminieren. Und dieses System unterstützt die Natur in der perfektesten und natürlichsten Weise. Nicht die Krankheit, sondern den Körper muss man heilen, muss man reinigen von Abfall und Fremdstoffen befreien, von Schleim und Giftstoffen, die sich seit der Kindheit angesammelt haben. Die Gesundheit kann man nicht in der Flasche kaufen. Man kann seinen Körper nicht in wenigen Tagen heilen und reinigen, sondern man muss einen Ausgleich für die Misshandlung finden, die man sein ganzes Leben lang seinem Körper angetan hat. Mein System ist keine Kur oder ein Heilmittel, sondern ein Regenerationsprozess, eine gründliche Hausreinigung, die Aneignung von solch sauberer und perfekter Gesundheit, wie Sie diese nie zuvor kennengelernt haben. Erinnern Sie sich daran. Die umfassende Belastung Ihres gesamten Körpers ist die Quelle jeder Krankheit, die größte und schlimmste Quelle Ihrer verringerten Lebenskraft, unzureichenden Gesundheit, fehlender Kraft und Ausdauer und jedes unzureichenden, nicht perfekten Zustandes. Alles hat seine Quelle im Darm, der seit der Geburt nie vollständig geleert worden ist. Niemand auf Erden hat heutzutage einen idealen, sauberen Körper und darum auch kein perfektes, sauberes Blut. Was die medizinische Wissenschaft eine normale Gesundheit nennt, ist in Wirklichkeit ein pathologischer Zustand. Zusammengefasst: Der menschliche Körper ist ein elastisches Röhrensystem. Die Zivilisationsdiät wird nie vollständig verdaut und der daraus folgende Abfall wird nie vollständig ausgeschieden. Das gesamte Röhrensystem verstopft sich langsam, insbesondere an der Stelle, wo die Symptome auftreten, und im Verdauungstrakt. Das ist die Grundlage jeder Krankheit. Diesen Abfall zu lockern, auf intelligente und sorgfältige Weise zu eliminieren und diesen Vorgang zu kontrollieren, schafft man auf perfekte Weise nur mit dem Heilsystem der schleimfreien Diät. Das war ein wichtiger Text von Arnold Ehret für euch. Wie schon am Anfang des Videos erwähnt, findet ihr diesen Text entweder in der kostenlosen PDF-Datei Schleimfreie Heilkost oder, wenn ihr lieber richtige Bücher bevorzugt, im Buch Gesunde Menschen Band 2.
Ich verlinke euch auch gleich noch Band 1. Also ihr findet in Gesunde Menschen Band 1 und Band 2. Das sind zwei richtige Bücher. Alle Schriften von Arnold Ehre, die jemals im deutsch- oder englischsprachigen Raum veröffentlicht wurde. Und ihr findet unter diesem Video einen Link zu kostenfreien Schriften von Arnold Ehre. Dort findet ihr unter anderem die schleimfreie Heilkost. Ihr findet die Links auch im ersten angepinnten Kommentar. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und freue mich sehr, wenn ihr eure Gedanken und Meinungen in Form von Kommentaren unter diesem Video lasst. Ich freue mich über regen Austausch. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit, ihr Lieben. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald.